Hallöchen, ihr Lieben. Und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Star Stable Online. So, letzte Folge bin ich leider, unterbrochen worden. Und, oh Gott, habt ihr gesehen, wie wir gefailt haben? Wir gefailt haben, Alter, beim letzten Checkpoint. Ich hab gedacht, ich krieg einen Anfall. Wir können heute wieder, fang wieder gut an. Wir müssen wieder die täglichen machen. Donut braucht also noch mehr Farbe, ja. Ja, das lässt sich machen. Reite los und pflück mal Löwenzahn für mich. So wie beim letzten Mal. Ich brauche 12 Stück von dir. Okay, dann sammeln wir das mal fix ein. Ah, oh Gott, so der Mega-Fail. So. Ich muss sagen, ich bin froh, dass ich jetzt allgemein wieder mehr zum Aufnehmen komme. Weil einige von euch sich ja schon gefragt haben, Gott, was hatten die letzten Tage für einen Schaden? Ja, das war auch die Sache, dass... Naja, stellt euch mal vor, ihr müsst jeden Tag zu irgendwelchen Ämtern hüpfen oder zu irgendwelchen ärztlichen Schichten oder sonst irgendwas. Und dann versucht euch noch auf Aufnahmen etc. zu konzentrieren. Also das ist extrem schwierig. So, aber jetzt habe ich wieder Zeit. Jetzt machen wir wieder Turbic unsicher. So, vielen Dank! Nun kann ich die neue Farbe mischen und du kannst die gelbe Farbe haben, die ich schon zu Hause habe. Warum gibt sie uns jetzt das einfach mit und erspart uns diese blöde Arbeit? Die alte Omi steht eh den ganzen Tag da und macht nichts. Ich hoffe, der Schneider Donald ist zufrieden mit der Farbe. Sollte die Farbe nicht reichen, kannst du gerne wieder zurückkommen. So. Jetzt machen wir mal fixen Abstecher zur Baroness. Na, wie gesagt, jetzt habe ich wieder Zeit, bin wieder besser gelaunt, bin wieder besser drauf und jetzt geht die Post ab. So. Wir müssen dorthin. Ich habe gerade gesehen, ich habe Würfel. Wow. Muss ich wieder was ausgeben? Könnte ich mir so ein Mützchen kaufen, oder? Das wäre cool, so mit der Katzenface drauf oder so. So, Baroness. Mehr Ernte, mehr Trauben. Ach nee, Blödsinn, das ist ja... Heute ist ja Freitag. Guten Tag, Otto. Ah, Donald braucht dazu noch mehr Farbe, sagst du. Während ich jemanden bitte, neue Farbe für dich zu holen, könntest du mir mit der täglichen Ernte der Valentinstagraum helfen? Vielen Dank, liebster Otto. Okay. Da wieder voll so mit unseren Hufen da reingehüpft. Das Beet kaputt getrampelt. Denken wir, so viele Spieler wieder immer rumspringen müssen. Hey, ich muss doch jedes Mal den... Wenn sie diese Reben anbaut... Was ich übrigens bisher noch nie gesehen habe, musste ja erst einmal die ganze Erde wieder hochstippen, weil die Pferde dem ihren Huf kaputt getrampelt haben. So. Vielen Dank für deine Hilfe, Autumn. Hier ist die lila Farbe, die du mit zu Donald nehmen kannst. Okay. So, wir müssen jetzt zu. Wir müssen jetzt noch Wolle holen, genau. Ganz viel Wolle brauchen wir. Wolle brauchen wir, Wolle brauchen wir. Nee. Wie nehme ich denn am besten den schnellsten Weg da drüber? Sehe der große Baum dort hinten sein. So. Ich muss mich heute ein bisschen beeilen mit den Aufnahmen. Sonst könnte die Zeit etwas knapp werden. Ich war froh, dass ich Gott sei Dank noch eine Memoria-Folge auf meinem PC gefunden habe. Oh. Brauche ich das heute nicht aufnehmen, okay. So. Herr Landon. Landon. Ist die Wolle, die ich wollte. Hallo, Autumn, wie geht es dir? Mir und meinen kleinen Juan geht es sehr gut. Genau, wie du mit der behinderten Schaf, das ist was, wo oben und unten ist oder wo es daheim ist. Es ist so, als ob er niemals weg gewesen wäre. Ach so, Donald braucht also wieder noch mehr Wolle. Ja, nimm einfach die Schneidemaschine und leg los. Okay. So, jetzt werdet ihr kahl geschoren. Pff, das ist das erste Schaf voll umtackeln. Mit einer Vollbremsung. Ich stelle mir das Bild sogar vor. So ist das Schaf so. Und so plötzlich komme ich angerannt. Und voller Wäsche abkramst. Siehst du, wie das Schaf so aus dem Bild verschwindet. Da liegst du so mit Kreuzchen in die Augen am Boden. So, Lenden. Ich kann das erklären. Ich glaube, ich habe es kaputt gemacht. Ich hab die Schermaschine rangehalten und dann ist es einfach umgefallen. Einfach so. Obwohl er genau in unsere Richtung guckt. So.
Da guckt er voll her, so, ich war's nicht. Und dann liegt da das Schaf so. Hat jemand Lust auf Schafskalbbraten? Irgendwie sowas? Oder Rippchen? So. Nee, ich will jetzt keine Rennen machen, das mache ich vielleicht später. Hat es geklappt mit dem Schafscheren? Ausgezeichnet. Dann nimm die Wolle und bring sie zu Donald, damit er seine Arbeit fortsetzen kann. Okay. Nee. Ich sag, ich bin eben durch diese Tage letztens, bin ich nicht mal dazu gekommen, die ganzen neuen Pferde zu leveln, die ich habe. Und seitdem gammeln die im Stall rum. Außerdem wollte ich noch meine Liste schreiben. Ha. Und eine Stallführung steht auch noch irgendwann an. Ah. Noch so viele Ideen. Und so wenig Zeit. So. Jetzt wollte ich schon diesem Ratsmann nicht so ins Gesicht drücken. Hier, nimm. Kack hier. So. Wolllieferung. Farblieferung. Immer noch nicht. Das ist doch voll der Beschiss. Wie viel braucht er davon? Ich will weitermachen. Ist egal. Genau, bei Caitlin steht noch aus. Caitlin! Caitlin! So. Kurzen Schluck trinken. Hey, wenn wir hier sind, könnten wir doch gleich das Jerwick-Stallrennen nochmal machen, oder? Oder eher weniger. Gehen wir erstmal zu Caitlin. Oh Gott! Aufpassen. Vorsicht, die Pferde, du musst halt alles umrennen. So. So. Jetzt habe ich gerade, die zwei Pferde hier haben mich gerade komplett aus dem Konzept gerissen. So, jetzt. Hallo Artem, wie geht's dir? Aufgeregt, nervös, vielleicht sogar Schmetterlinge im Bauch? Du siehst ein bisschen verwirrt aus. Du hast wohl vergessen, dass es ist bald Valentinstag. Bald Valentinstag? Das ist schon vor 4 Tagen gewesen oder so. Hey Caitlin, guten Morgen! Ich bin so aufgeregt, ich kann gar nicht mehr ruhig sitzen. Du, kann ich dich bei einer Sache um Hilfe bitten? Ich muss ja kaum fragen, du hast mir ja immer geholfen. Du antwortest ja schon, bevor ich überhaupt fragen konnte. Aber so wird man vielleicht wegen dem Valentinstag? Alle werden so freundlich und wollen einem helfen. Aber du willst eigentlich immer helfen. Du bist was ganz Besonderes. Es ist nämlich so, ich dachte mir, dass ich etwas Spezielles hier im Café anlässlich des Valentinstag organisiere. Oh, Artem, ich glaube fast, dass ich mich da übernommen habe. Wie soll ich das alles schaffen? Es gibt so viel, was ich machen will. Das Problem, Kenny. Du willst mir helfen? Sehr gut. Vielen Dank. Wir müssen die Speisekarte etwas aufhübschen, das Café dekorieren und Valentinstag-Törtchen backen. Das ist ganz schön viel, aber gemeinsam schaffen wir das. Wenn du mit den Speisekarten anfängst, beginne ich mit der Dekoration. Da hinten am Servierwagen gibt es rotes Papier. Nimm die Schere her und schneide die Herzen aus. Dann werden wir sie an den Speisekarten befestigen können. Okay. So, einmal abgestärkt. Ja. Ich sehe hier vor lauter Pferden kaum noch durch. So. Boop. Einmal so mit der Schere so schnapp. Nee, so gemein sind wir nicht. Schnapp. So. Oh, was für schöne Herzen du ausgeschnitten hast, Autumn. Die passen perfekt für die Speisekarten. Soll man sie so festmachen? Oder sieht das so besser aus? Naja, ich sehe nichts vor lauter Pferden. Was denkst du, Artem? Wie sollen wir die Papierherzen auf die Speisekarten befestigen? Was für eine tolle Idee, du für Speisekarten hast, Artem. Oh, ich weiß gar nicht, welcher Vorschlag mir am besten gefällt. Du darfst entscheiden. Ich hole nur Klebstoff, dann kannst du die Herzen auf der Speisekarte befestigen. Das ist komisch. Ich hatte ihn doch hier. Ah, hier ist er. Aha, ich hatte ihn in der anderen Tasche. Ist die Tasche richtig zugeklebt? Nimm ihn und klebe die Papierherzen auf die Speisekarte fest. Okay. Und wenn es so bin, kann er guckt so. Moment. So. Aber Klebstoff
Klebstoff schnüffeln. So. Wie gesagt, die Nachbarin wird schon denken, ich habe einen kompletten Knall. So. So. Herzchen aufgeklebt. Oh, wie schön sie geworden sind. Die werden wirklich eine romantische Stimmung hier im Café verbreiten. Ich hätte es selbst nicht besser machen können. Gott, der Klebstoff wirkt schon. Dumm. Ah, warte, alle Speisekarten schon fertig? Und ich habe noch nicht mal mit dem Dekorieren angefangen, wie die Zeit verfliegt. Hilfe, Panik. Okay, ruhig, ruhig. Nur keine Panik jetzt. Ab jetzt. Aber was rede ich hier? Ich habe Panik. Ruhig. Puh. Ruhig, Catherine, atme. Entschuldige, was hast du gesagt? Gute Idee, Ordnung. Du fängst mit der Dekoration an und ich fange hier inzwischen mit dem Backen an. Um es richtig romantisch zu machen, dachte ich mir, dass wir die Kerzen... Da ist ein Pferdepo in meinem Bildschirm. Ey, du! Nimm dein Pferd aus meinem Gesicht. So, wo war ich jetzt? Um es richtig romantisch zu machen, dachte ich... Der Pferdehintern hier lenkt mich wohl ab. Geh weg! Gott! So viele Pferdehintern! So viele Pferdehintern! So viele Pferdehintern! Oh Gott. Dass wir eine Kerze auf den Tisch stellen. Kerzen sind immer romantisch, da fällt mir voll romantisch. Moment, ich muss das kurz anders machen. So, tut mir leid, das hat mich gerade ganz dezent abgelenkt. So, so, um es richtig romantisch zu machen, dachte ich mir, dass wir eine Kerze auf jeden Tisch stellen. Kerzen sind immer so romantisch. Da fällt mir mein erstes Date ein, auf dem ich war. Ach, wir haben Lasagne gegessen. Ich hatte ein süßes blaues, hellblaues Kleid mit Blumen an. Wir hatten Kerzen. Der Duft einer brennenden Kerze ist schon etwas ganz Besonderes. Ach, was mache ich hier? Wir haben keine Zeit, um in Erinnerungen zu schwelgen. Um rechtzeitig fertig zu werden, müssen wir sofort mit der Arbeit anfangen. 4 Tage nach Valentinstag. Guten Morgen, Miss Caitlin. Guten Morgen. Oh, jetzt stell die scheiß Kerze dahin. Also, das ist wirklich schön und gemütlich geworden. Ah, fühlt sich fast so an, als ob es gestern gewesen wäre, als ich auf diesem Date war. Okay. Okay, konzentrier dich, Caitlin, konzentrier dich. Legst du die neuen Speisekarten auf die Tische? Was habe ich nur mit der Schöpfkelle gemacht? Und die Schürze? Hier sind auf alle Fälle die Speisekarten. Sie sind wirklich wunderschön. Kannst du sie auf den Kaffeetisch legen? Dann kann ich zum Backen anfangen. Dann wollen wir mal Schöpfkelle oder Schneebesen. Ich mache meistens mit dem Mixer, aber gut. So. Wie schön du das gemacht hast. Wie meinst du, wie das mit dem Kuchen gegangen ist? Sie hat gerade angefangen, oder? Ja, genau. Das Backen, das habe ich total vergessen. Ich habe nach meiner Schürze gesucht und als ich angefangen habe, musste ich plötzlich an die Lasagne denken, von der ich dir vorher erzählt habe. Oh, wie gut, sie war fast magisch. Du fragst dich, wie ich sie gemacht habe? Sie haben wohl Basilikum verwendet, frischen, nicht den getrockneten. Was glaubst du, welche Gewürze sie noch in der Lasagne getan haben? Estragon oder Paprika? Warte, nun habe ich es schon wieder. Ich kann mich einfach nicht konzentrieren. Dauernd rede ich von etwas anderem. Wir haben von dem Backen gesprochen. Also, genau, also, dann wollen wir mal. Ich brauche auf jeden Fall Eier. Oh, Eier. Da muss ich an Pfannkuchen und Rührei denken. Lecker. Stell dir vor, so ein herrliches Rührei zum Frühstück. Wie auch immer. Eier, 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 Eier. Das ist ganz klar. Wie habe ich nicht daran gedacht, Caitlin? Wenn wir Eier brauchen, dann müssen sie von Susanna sein. Eine bessere Qualität kannst du sonst nirgends finden. Susanna steht hinten und organisiert Reitwettbewerbe. Ich habe keine Ahnung, wo sie ihre Eier findet oder kauft, aber sie ist richtig gut. Fast genauso gut wie die Lasagne, obwohl man es natürlich nicht vergleichen kann. Das sind zwei ganz verschiedene Dinge. Das wäre ja fast so, als ob ich dich und mich im Hinblick auf das Reiten vergleichen würde. Ich würde diesen Wettbewerb von Susanna niemals schaffen, aber ich bin völlig davon überzeugt, dass du das kannst. Was? Ah, du reitest zu Susanna und fragst wegen den Eiern? Danke. Und ich muss mit dem Backen anfangen. Was? Schon so spät? Hilfe! So, Gott, das Mädel plappert zu viel. Ah, da geht noch jemanden. So, dann besorgen wir mal ihr die... Ihre Eier? Kannst du ihren Freund fragen? Er war immer floch. Ach so, Catherine ist dabei zu backen und braucht Eier? Die Eier, die Catherine haben möchte, kommen von einem Haufen Wildhühner, die ich sie hier
die du hier sicher schon in der Gegend gesehen hast. Ich versuche, das ein bisschen geheim zu halten, weil ich nicht möchte, dass die Leute hierher kommen und die Eier suchen. Vor allem, weil meine Wettbewerbsstrecke genau hier verläuft. Die Hühner gehörten dem alten Bärchen, das oben auf der Seepferdklippe gewohnt hat. Aber als sie umgezogen sind, blieben die Hühner hier. Ich habe mich etwas um sie gekümmert, habe ihnen Wasser und Futter gegeben. Aber nun sind sie so etwas wie Wildhühner der Gegend geworden. Wenn du etwas hier umherreitest und aufmerksam bist, wirst du sicher einige Eier finden. Komm dann zu mir zurück, dann werde ich sie für dich einpacken, damit du sie zu Caitlin bringen kannst. Wobei, die 2 Meter darüber, ob die Eier jetzt so mitnehmen oder im Karton, ist eigentlich scheißegal, oder? Hinterfrage nicht die Logik von Online-Spielen.